Hello, Kabashi! Ayan, welcome back to my YouTube channel! Ayan, abangan nyo po ngayon ang aking vlog dahil ngayon ay pupunta kami ngayon sa aking hipag dahil bibisitahin namin sila at pati si Beangco. So, ayan guys, mamaya-maya pupunta kami ngayon sa kanyang kapatid. Paano ba yan? Tweet! Ayan, sa kapatid ng aking jowa, ayan, sa bahay ng hipag. Ipag ko pala. Kasi gusto namin bisitahin si Beangco tsaka yung kapatid niya. Kaya abangan nyo kung sino yung sinasabi kong Beangco. See you in my next video. Ay, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and share. Kaya ito, panoorin nyo ang aming video sa bahay ni Beangco. Aber hier, was kenne ich nicht von dir? Was ist das? Eine Kuh. Beangco. Das ein Kuh. Du bist schwanger. Ja, schon im 12. Monat. Aber interessant. Oh, hier ist wieder Irina seine. Und Irina erzählt mir, das ist alles hier programmiert nach irgendwann wieder Heimat. Für ihn, ja. Mhm, ja. Was hast du hier, sagst du? Ja, ja. Ich habe jetzt mit dem Mann gesprochen, so ein Freund von mir, der lebt in Portugal. Bist du mit? Ich habe meine Umfeld, ich brauche mein Umfeld, Marco. Weißt du, ich bin jetzt 75, ich kann nicht. Ich habe kein Essen. Ich habe kein Essen. Die ist 25, die ist 50. 47. Ja. Die ist ein junger Sprudel. Zugucken, wie sie sein Leben. Und ich muss sagen, trotz allem, ich brauche mein Umfeld, ich brauche meine ganze Umgebung, mein alles. Bei dem Alter jetzt zu sagen, okay, ich fühle mich jung, ich fühle mich schon nicht mehr so. Weißt du, was jetzt sie verkaufen? Motorräder und Fahrräder. Ja, ja. Jetzt die blühen. Ja. Und diese, wie heißt diese Scooter mit? Die Roller da. Roller. Ja, ja, ja. Die Bambam kennst du ja auch, gell? Mhm. Die Bambam. Tina? Ja. Die Kleine, ja, ja, genau. Und Bambam? Ja. Und die Bambam hat sich ja auch letztes Jahr einen Audi Coupé, so einen großen A6 oder sowas, Firmenwagen geholt. Schön. Und dann mache ich wieder Homeoffice. Der steht. Okay, Beangco, es geh noch, Beangco. Willst du nicht ein bisschen Auto fahren oder so? Das ist Pflicht. Du kannst nicht am Strand gehen ohne Maske. Du kannst in keinen Lokal. Aber Emigranten können reingehen. Beangco. Emigranten kommen rein, egal. Aber wenn du am Strand gehst ohne Maske, kriegst du 1000 Euro Strafe. So. Ja, das ist ja wie Strafe. Das ist jetzt an. Nee. Aber jetzt nein. Nein. Aua. Haben sie gesagt, die zweite fängt an jetzt. Aua. Also, wieder Hand zu drehen. Und die Leute sagen, hey, wie willst du denn Hand Beangco. Zu drehen? Wie geht das? Alles gut, Beangco. Wir sehen die Leute, die Steuern zahlen, wenn ich keinen Umsatz mache. Wie soll das gehen? Aua. Was passiert, Beangco? Aua. Ich mag hinlegen, Beangco. Und dann legst du mich auf. Ay, ay, ay. Und dann wir bleiben hier zusammen. Also ich muss guck mal. Beangco. Guck mal. So, ayun mga kabeshi, tapos na po kaming bumisita sa bahay ng aking hipag. Kaya ngayon, uuwi na kami. Kaya salamat po sa panonood ng aking video at abangan nyo na naman po ang aking next vlog. Kaya see you again mga beshi, bye-bye!